Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Fredl SCR ist wieder back. Ja, es gab jetzt, wie ihr sehen könnt, auf dem Kanal schon längere Zeit keine neuen Videos mehr, was so die Musikvideos angeht oder die Produktion meiner Coversongs und Bearbeitung. Bin ich jetzt momentan einfach in Sommerpause sozusagen, weil es einfach in der Wohnung zu warm ist und meistens dann die Klimaanlage läuft. Ich weiß gar nicht, ob man die jetzt hören kann im Hintergrund. Die rennt auf jeden Fall auf Hochbetrieb im Sommer bei mir, weil im vierten Stock ein Stockwerk vor dem Dachgeschoss die Luft doch ziemlich heiß wird. Also die Luft, also die Wärme aufsteigt und natürlich im vierten Stock es zu heiß ist. Und ja, dadurch gönne ich mir meistens so im Sommer ein bisschen so Erholungspause. Aber ja, auf jeden Fall dürft ihr gespannt sein, weil im Herbst will ich dann natürlich wieder produktiver sein und auch wieder einige Coversongs und Videos für euch natürlich raushauen und da wieder regelmäßiger was machen. Heute mache ich aber ein Video zu einem anderen Thema, nämlich, weiß gar nicht, wie viele das von euch wissen, die mich kennen oder meinem Kanal kennen. Ein paar werden es vielleicht schon mitbekommen haben oder waren auch dabei früher bei den WWE Universe Let's Plays, wo wir eben eine Interactive League gespielt haben mit eurer Teilnahme für WWE 2K18 oder 19 war es, glaube ich. Und oder sogar 17, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall eine WWE 2K Interactive League, sorry. Ich weiß jetzt selber nicht genau in dem Moment. Und ja, bin einfach damals durch meinen Bruder, sag ich mal, in den 90er Jahren zum Wrestling gekommen. Schau auch Wrestling, jetzt nicht unbedingt vielleicht jede verfügbare Minute, aber doch ziemlich regelmäßig, vor allem in der letzten Zeit wieder. Und bin dadurch damals eben durch meinen Bruder, durch damals noch Videokassetten. Damals hat ja der Wrestling-Markt, sag ich mal, international und im deutschsprachigen Raum ziemlich geboomt. Da war es ja auch, was ich mich erinnern kann, sogar teilweise möglich, damalige Großveranstaltungen kostenfrei quasi oder kostenfrei, also im auf deutschsprachigen Sendern anzuschauen. RTL 2, glaube ich, damals sind auch einige Pay-Per-Views mal ausgestrahlt worden und bin dadurch durch damalige Größen oder Topstars eben, die eh heute auch noch bekannt sind, wie Hulk Hogan, Randy Savage, der Macho Man, Ultimate Warrior, Tatanka, Shawn Michaels, die ganzen Größen halt der 90er auch schon, bin dadurch eben mit Wrestling in Berührung gekommen, habe das damals auch sehr gerne als Jugendlicher verfolgt oder als Kind noch, mir sehr viel Spaß gemacht, war da immer beeindruckt, habe dann aber interessanterweise in der Attitude-Ära, die für die meisten die spannendste oder interessanteste war, dann ein wenig so diesen Bezug oder diesen Faden da zum Wrestling verloren. Habe dann jahrelang eigentlich kaum ein Wrestling-Produkt konsumiert oder verfolgt. Habe dann ein paar Jahre später, bin ich dann wieder zum Wrestling gekommen, wo eigentlich die Attitude-Ära schon wieder vorbei war. Ich glaube, das war so Anfang 2000 dann. Anfang, Mitte 2000, wo dann eben Leute dann dazugekommen sind, wie Brock Lesnar, John Cena, Randy Orton, Big Show etc. Das war so die Zeit dann, Rey Mysterio, das war so die Zeit Batista, wo dann quasi wieder diese PG-Ära, glaube ich, zurückgekommen ist und habe ich auch regelmäßig verfolgt. Am Anfang ging das auch noch, also regelmäßig hat mich das auch noch interessiert. Ich war aber damals immer schon so, dass ich interessante oder qualitativ gute Wrestling-Matches der Unterhaltung irgendwie vorgezogen habe. Ich sage jetzt nicht, dass es nicht wichtig ist, im Wrestling Storylines oder Storytelling gutes Storytelling zu machen. Das ist natürlich auch sehr wichtig im Wrestling-Business, dass man halt, also dass eine Company gute Geschichten erzählt, spannend, was Spannendes draus macht. Und bei der WWE war es damals eben so, bei dem Produkt, also als die WWF dann zur WWE wurde und Entertainment und Geschichte ist, glaube ich, jeden, der Wrestling ein bisschen so verfolgt, bekannt. Und bin dann einfach
von diesem WWE-Produkt immer mehr weggekommen, weil auf der einen Seite die Wrestler irgendwie so beschnitten worden sind, wobei ich noch immer überzeugt davon bin, dass ein John Cena und Randy Orton jetzt nicht schlechte Wrestler sind. Ich meine, klar, es gibt bessere oder schlechtere Wrestler, aber sicher nicht so schlecht sind, dass die immer nur dasselbe Programm runterspulen, ihre 3-4 Moves, Standard-Moves, und dann ist das Match auch schon wieder vorbei oder der Kampf. Und das hat mich dann nicht mehr interessiert. Das Storytelling war wurde in der WWE dann auch immer schlechter. Die Stories hatten dann oft keinen roten Faden mehr. Es wurde immer hin und her gewürfelt, weil Vince irgendwelche Entscheidungen kurzfristig abgeändert hat vor der Show. Irgendwelche Fäden, Storylines wurden umgeschrieben plötzlich, was gar keinen Sinn mehr gegeben hat, etc. Und so habe ich eigentlich mich wieder von dem Produkt distanziert, also von dem WWE-Produkt. War dann aber trotzdem auch immer wieder mit Freunden in der Wiener Stadthalle zu Besuch, wenn die WWE Live-Show-Tour, also die WWE Live-Tour stattfand, und das vor Ort beobachtet. War ganz cool anzuschauen, vor allem live vor Ort natürlich diese Top-Stars, sage ich mal, wenn man es mal gesehen hat bei einer House-Show. Aber der Funke ist jetzt nicht so mehr übergesprungen, dass ich gesagt habe, mich spricht das Produkt sonderlich gut an. Ne? Dann ist, wie auch bekannt ist, glaube ich, im Wrestling-Kreisen, was ziemliche Wellen geschlagen hat, ist All Elite Wrestling aufgetaucht und hat zunächst mit Pay-Per-Views oder mit Großveranstaltungen, einmaligen Veranstaltungen, regelmäßigen, versucht, was auf die Beine zu stellen. Da waren auch Leute dabei, teilweise wirklich Top Independent Wrestling Stars, Kenny Omega, die Young Bucks, auch bekannte Namen, auch von der WWE teilweise, wie Cody Rhodes, der bei der WWE nicht ganz glücklich wurde und da stark involviert war in Tony Khans All Elite Wrestling Liga. Und man hat irgendwie diese Hoffnung gehabt oder dieses Gefühl gehabt, okay, das ist jetzt wieder mal eine Chance, die WWE aus ihrer Komfortzone herauszulocken und wieder was Unterhaltsames zu bieten, weil WWE doch so ein bisschen die Monopolstellung immer hatte im Wrestling. Vor allem nachdem er die WCW dann nach dem gescheiterten Versuch und nachdem man die Night Wars und so aufgekauft hat letzten Endes, war die WWE so ziemlich in der breiten Öffentlichkeit das Alleinstellungsmerkmal im TV. Ja? Mit Abstrichen vielleicht noch TNA, die es dann auch nochmal probiert haben, aber jetzt auch nie so das große Produkt wurde, sondern eher so für wirkliche Wrestling-Fans ein Produkt war. Man hat einfach die Hoffnung gehabt, oder ich hatte die Hoffnung, dass All Elite Wrestling jetzt da quasi eine große Veränderung mit dem am Wrestling-Himmel oder wie man das ausdrücken sollte, im Wrestling-Business einfach ist oder herbeiführen könnte, weil eben All Elite Wrestling dann quasi mit den Stars und wie sie das aufbauen und so, wirklich, was man schon so an den Pay-Per-Views oder also diesen einmaligen Großveranstaltungen gesehen hat, dass das ganz gut ankommt und dass auch die Matchqualität sehr geil ist, weil ja All Elite eigentlich eine professionelle Wrestling-Show ist oder Wrestling-Company ist, im Vergleich jetzt vielleicht zu WWE, was halt doch mehr, also wo in All Elite Wrestling doch eher mehr so drauf Wert gelegt wird, dass auch die Matches hohe Qualität haben. Und das hat mich ja also in erster Linie angesprochen, weil, wie gesagt, ich habe es vorher schon erwähnt, für mich eigentlich die Wrestling-Qualität, die technische, immer im Vordergrund stehen sollte. Ich bin auch ein Fan von guten Stories, klar, das gehört dazu, aber für mich ist wichtiger, ich habe eine schlechte Story und ein geiles Match, das ich mir anschauen kann, als du hast vielleicht eine gute Story, aber das Match langweilt dich einfach oder es ist einfach schlecht geführt. Oder? Das bringt mir meiner Meinung nach auch nichts. Und daher so meine Wrestling-Einstellung oder Vorliebe. Ich weiß, dass das manche anders sehen, dafür gibt es das WWE-Produkt. Das, also für Leute, die halt eher lieber so unterhalten werden und für die ganze Atmosphäre und Aura und so von Personen wichtig ist und die Ausstrahlung und Leute oder Typen wie Roman Reigns, ist völlig legitim und okay, Menschen sind verschieden. Und ja, habe für mich jetzt langfristig mit dem All Elite Produkt, All Elite Wrestling Produkt,
ein Produkt gefunden, was mich ja, wrestling-technisch einfach gut unterhält, zumindest in den Anfangszeiten, ja, sehr stark unterhalten hat, unterhält, noch immer unterhält, von der Qualität der Matches keine Frage. Und ja, bin dann hab dann regelmäßig die Shows verfolgt. All Elite ist dann natürlich, auch wer es verfolgt hat, dann immer größer geworden. Es sind immer mehr Stars dazugekommen. Mittlerweile hat All Elite ja ein riesen Star-Repertoire sozusagen aufzubieten. Sei es ein Jon Moxley oder ein Chris Jericho, die da ziemlich vom Anfang an noch dabei waren. Jericho sowieso von Anfang an ja komplett, glaube ich. Also jetzt nicht, glaube ich, als Teilhaber der, also des All Elite Wrestling oder so, aber oder Mitgründer, aber ja, einer der ersten, die sich da quasi angeschlossen haben. Jon Moxley, mittlerweile Bryan Danielson, großartiger Mann, großartiger Wrestler. CM Punk, die wahrscheinlich größte Aktie am Wrestling-Markt überhaupt, was man holen kann. Malakai Black, ehemals Aleister Black in der WWE, der Top-Typ ist, mit Claudia Castagnoli jetzt da einen Typen dazu geholt, der ja eher für das Ring of Honor Produkt gedacht ist, das ja auch Tony Khan gekauft hat als Independent, also Independent Liga Ring of Honor, mit der ich wenig zu tun habe, aber auch auf jeden Fall interessante Wrestling-Qualität bietet, meiner Meinung nach, und interessante Wrestling-Matches, und der auch immer wieder in All Elite Wrestling auftritt, Claudia Castagnoli momentan. Und es ist einfach eine Qualität da momentan an Leuten oder auch Eigengewächse, sag ich mal, Eigenbautalente, ja, in All Elite Wrestling, sei es MJF, Ricky Starks, Darby Allin, Jungle Boy, die einfach großartige Wrestler sind und Leute gut unterhalten können, vor allem ein MJF am Mikrofon großartig, was so Promotion, also Promos angeht, die er haltet halt. Und das ist einfach Gold wert. Ja. Und wie gesagt, sehr, sehr geil. Feiere ich noch immer sehr das Produkt, vor allem die Großveranstaltungen reißen immer wieder die Hütte ab, da sind Matches dabei. Also das hätte ich mir nie im Leben träumen lassen früher in der WWE, dass ich solche Matches sehe oder verfolgen würde. Ja. Also das ist wirklich großartig. Ja. Und ich bin froh, wirklich, dass mir das All Elite Wrestling Produkt bzw. die Company irgendwie so die Augen geöffnet hat oder die Möglichkeit gegeben hat, sich auch mal was anderes intensiv anzuschauen und wirklich mit Professional Wrestling zu befassen, weil es ist wirklich hohe Kunst und ich feiere es total. Was mich nur in letzter Zeit, muss ich sagen, leider negativ wieder stimmt in Richtung All Elite Wrestling, und da komme ich jetzt auch schon zu dem Punkt, auf den ich hinaus will eigentlich, mit dem Video auch, mit meiner Meinung, ist, dass das Roster bei All Elite schon sehr aufgebläht ist. Ja. Du hast sehr, sehr viele Leute, wie gesagt, talentierte Leute. Du hast mit Dynamite am Mittwoch eine eineinhalbstündige oder fast zweistündige Show. Du hast mit Rampage eine zusätzliche Stunde, die sehr kompakt und gut abgehalten wird immer, das sehr interessant auch sein kann, kurzweilig. Was mir allerdings oder was mich stört ist, dass du Leute hast, die sehr stark in der Luft hängen, beziehungsweise es bei Storylines kaum möglich ist, einen roten Faden vorzufinden oder zu entwickeln, weil es einfach die Zeit nicht zulässt oder das Roster. Du hast House of Black zum Beispiel, ja, mit Malakai Black, ja, die teilweise dann wieder eine Woche oder zwei Wochen wieder nur, ja, vereinzelt Promotions haben oder Promos haben, die halt dann wieder in der Luft hängen oder nur minimal auftauchen überhaupt am Rande von den Shows, aber halt nicht keine Matches bestreiten. Du hast Personen wie den Hangman, Adam Page, auch übrigens großartiger Wrestler in All Elite Wrestling, der da auch von Anfang an dabei war, großartiger Typ. Ja, wie gesagt, Leute, MJF etc. Und ich finde halt, dass der Platz langsam eng wird, was so das Storytelling und die Storylines betrifft. Ja. Wie schon erwähnt, Tony Khan hat dann auch noch Ring of Honor gekauft, eine Independent Wrestling League, die natürlich auch sehr cool anzuschauen ist, aber die dann auch wieder Platz einnimmt in den Shows.
Und das Problem ist, finde ich, dass du halt eben, wie gesagt, keinen roten Faden hast und dann eigentlich jede Woche so eine zusammengewürfelte Matchcard hast oder eine zusammengewürfelte Show. Und das ist also was, was mich mittlerweile extrem stört, weil du jede Woche eine komplett andere Dynamite-Show hast oder eine Rampage-Show hast. Das heißt, du hast in einer Woche, weiß nicht, vielleicht House of Black oder Miro, ehemaliger Rusev von der WWE, der auch sehr, sehr, sehr cooler Charakter, sehr cooler Wrestler ist, die dann mal vorkommen in einer Show oder Darby Allin etc. Und dann hast du wieder nächste Woche drauf eine Show oder zwei Shows, wo die überhaupt nicht vorkommen. Ne? Und das stört mich halt extrem, weil ich finde, wenn man schon sein Potenzial an qualitativ starken, geilen Leuten hat, vor allem jetzt mit CM Punk, Jon Moxley, Bryan Danielson, dann muss ich schauen, dass ich die Leute, vor allem wenn ich das Produkt All Elite Wrestling größer vermarkten will und in Zukunft will, dass mehr Leute das verfolgen, ja, dann muss ich schauen, dass meine Top-Leute regelmäßig in den Shows vorzufinden sind und auch dementsprechend Zeit bekommen, ja, on air im TV. Ja. Und das bringt dann halt oder ist halt dann negativ, wenn jede Woche eine zusammengewürfelte Karte entsteht, wo dann wieder andere Personen vorkommen. Ich meine, es gibt schon rote Fäden, ja. Ich meine, versteht mich nicht falsch, es gibt Storylines, also weitergeführt werden. Allerdings passiert das dann eher nur in kleineren Schritten oder langsameren Schritten, weil du eben nicht wöchentlich auf die Leute zurückgreifen kannst, weil du so ein großes Roster hast, ja. Das heißt, die Story wird dann vielleicht 2, 3 Wochen später wieder weiter fortgeführt, aber halt nicht wirklich intensiv in den Shows. Ja. Und meiner Meinung nach wäre es jetzt langsam an der Zeit oder für mich extrem wichtig, was so wirklich die Storylines und das Storytelling eben angeht oder die ja, Präsentation der Charaktere, dass es einen Roster-Split geben sollte, wie das bei der WWE momentan der Fall ist. Du hast mit Dynamite eine A-Show quasi, so wie früher in der WWE mit Monday Night Raw oder mit Raw halt, WWE Raw. Und du halt hättest mit Rampage quasi eine zweite Möglichkeit, quasi so eine Art Smackdown draus zu machen. Du könntest es auch auf 2 Stunden oder 1,5 Stunden verlängern. Du würdest das Roster quasi aufsplitten auf die beiden Brands. Also auf Dynamite und auf Rampage. Und was auch noch wichtig wäre, dass Ring of Honor endlich eine eigene Show wieder bekommt im TV, weil die füllen mir einfach viel zu viel Platz auch in All Elite Weeklies, die dann nicht jeden wirklich interessieren oder auch mich nicht interessieren, weil ich verfolge jetzt auch nicht jedes Produkt. Ja. Ich finde diese Zusammenarbeiten bei Pay-Per-Views, ja, wo es wirklich dann um einzelne Matches geht und um Titelkämpfe geht, ja, das ist schon ganz, das kann man schon machen. Ja. Es ist überhaupt kein Problem, wenn es da mal um 2 Ring of Honor-Titel geht oder wenn da mal japanische Wrestler dabei sind, wenn man wieder so ein Crossover macht mit New Japan Wrestling, von der Qualität her Leute wie Okada oder so zeigt, Tanahashi. Das ist schon gut so und geil, ja. Aber beim Pay-Per-View, aber nicht in den Weeklies ständig. Ja. Und das ist halt, finde ich, sollte endlich so gemacht werden, dass da wirklich die Leute eine Show haben, sich mit den Personen auch identifizieren können, wissen, okay, am Mittwoch bekomme ich Dynamite mit Hausnummer Adam Page, CM Punk, whatever auch, Jericho Appreciation Society Entertainment oder wie es jetzt auch immer heißt, ja, andere Leute, paar aus der Women's Division, da gibt es ja auch 2 Titel. Und es wäre eigentlich auch die Anzahl der Titel mittlerweile deutlich da, dass man diese Roster splitten könnte. Und ich finde, es wäre deutlich an der Zeit, weil mir geht es jetzt so, ich finde die Matchqualität noch immer gut, keine Frage. Würde auch jedem empfehlen, mal der es nicht kennt, in All Elite Weeklies auch reinzuschauen, in All Elite Dynamite oder in Rampage. Weil die Matchqualität ist wirklich, du hast in jeder Show mindestens 1, 2 Matches dabei, die wirklich hohe Qualität bringen. Ich meine, natürlich sind jetzt nicht alle 4-5-Sterne-Matches immer, ja, aber wirklich sehr hohe Qualität bringen 1, 2 Matches immer dabei. Es ist immer geil anzuschauen. Aber ja, dieser rote Faden ist dann etwas, oder dieses Storytelling, dieses Fehlen von Beständigkeit, von Regelmäßigkeit, dieses, ja,
Zuschauens, aus Fansicht, also verleitet mich eventuell dann doch wieder auch mal in einen Blick wieder in das WWE-Produkt zu setzen, weil wir wissen ja alle jetzt, da glaube ich, dass Vince McMahon in den Ruhestand jetzt gegangen ist. Da gab es ja auch noch vorher ja unschöne Gerichte bezüglich ja, körperlichen Auseinandersetzungen mit Frauen und Übergriffen und so. Will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, ob das stimmt oder nicht, keine Ahnung, und was da die Wahrheit ist. Auf jeden Fall hat sich Vince McMahon zurückgezogen in den Ruhestand. Triple H hat jetzt das Ganze übernommen, baut da jetzt auch Shawn Michaels, glaube ich, an, was ich gelesen habe, in so die in diese Creative-Abteilung und so und in diese Talents. Und es entwickelt sich, so was ich gesehen habe, langsam wieder so, auch beim was die Stories angeht, in der WWE ein roter Faden, ein Unterhaltungswert. Und wenn dann die Personen vielleicht auch wieder dadurch mehr Freiheiten bekommen, wie sie ihre Wrestling-Matches gestalten, ne, und nicht nur ein paar Moves abspulen, dann ist von der Qualität her, von der Videoqualität oder Filmqualität, was die Wiederholungen von bestimmten Spots, Moves und so weiter angeht, WWE finde ich All Elite noch deutlich überlegen, was die, also die Qualität als Produzent angeht, das ist klar. Und dadurch wäre ich auch gar nicht abgeneigt, wieder mal einen Blick, sage ich mal, ins WWE-Produkt ranzuwerfen, ja? Weil ich höre da jetzt mittlerweile raus. Also ich verfolge das Ganze auch natürlich immer wieder schon so Meinungen. Ja? Wer es vielleicht kennt, das Moonsault D-Wrestling Forum, das gibt es auch schon ziemlich lang, glaube ich, ziemlich groß im deutschsprachigen Raum. Und lese ich auch regelmäßig mit Meinungen und so von anderen Leuten. Und ja, was man so mitbekommt, kommen die Weeklies jetzt davon WWE, also SmackDown und Raw, oder Raw und SmackDown, kommen wieder besser an oder gut an bei den Leuten. Es wird wieder unterhaltsamer, spannender, und wenn dann die Matchqualität auch wieder steigt, dann sehe ich ehrlich gesagt keinen Grund, mir dann mit All Elite Wrestling noch ein zusätzliches WWE-Produkt anzuschauen, weil jeder kennt es, man arbeitet selbst, man ist also unter der Woche in der Arbeit, kommt am Abend heim, hat vielleicht noch andere Hobbys, geht trainieren, macht Musik, Gitarre spielen, whatever, und man hat einfach nicht die Zeit, meiner Meinung nach, sich dann vier vollständige Weeklies quasi anzuschauen, weil das wären ja, glaube ich, schon, weiß nicht wie viel, 7 Stunden Wrestling oder so in der Woche, nur reine Weeklies, ja. Und die Zeit kann einfach keiner aufbringen. Du musst dann für dich Prioritäten setzen und finden, welches Produkt catcht mich am meisten. Wie gesagt, ich finde es schade um All Elite Wrestling, weil die Matchqualität dort echt großartig ist und jetzt auch mit den Stars wie CM Punk, Bryan Danielson, John Moxley etc. Da ist und sicher unterhaltsam ist. Aber wenn jetzt dieser Split meiner Meinung nach nicht bald kommt, oder diese Aufteilung, dass man da wirklich mal sich als Fan verlassen kann, okay, ich kriege wöchentlich jetzt da und da von dem das geboten und nicht, dass gewisse Leute in der Luft hängen und unzufrieden sind, weil im Lockerroom hört man ja auch jetzt immer wieder schon bei All Elite Wrestling, dass Leute unzufrieden sind, weil das Roster zu groß ist und weil sie halt zu wenig Einsatzzeiten bekommen etc. Und das Problem muss man sich bald einfach annehmen und lösen irgendwie, weil so wird das, glaube ich, nicht lange mehr dauern und das wird dann wieder ein Bauchfleck werden. Was schade wäre, ähnlich vielleicht wie bei der WC, wenn die Leute unzufrieden sind, kriegen dann Angebote von der WWE, wechseln dann vielleicht wieder oder so. Gerade jetzt, wo Triple H eben am aufsteigenden Ast wieder ist mit der WWE und vielleicht auch lukrative Angebote an gute Leute in All Elite sendet. Und ja, das wäre halt extrem schade, wenn das quasi mit All Elite Wrestling jetzt nicht langfristig ja, was Großes werden würde, neben der WWE, also als zweites Produkt halt. Ich finde, der Markt wäre durchaus da oder gegeben für ein zweites Produkt, weil meiner Meinung nach, wie gesagt, ist die WWE zumindest in der letzten Ausführung, wie ich sie kenne, jetzt eher ein familienfreundliches Produkt und eher halt ein Produkt für Unterhaltung, was halt eher Wert legt auf ja, hohe Produktionsqualität, auf ja, Special Effects, auf Dinge wie The Fiend, Bray Wyatt, was ich gar nicht schlecht finde, aber eben wo die Matchqualität eher so beschränkt ist und man schaut, dass die Leute sich halt nicht zu viel verletzen und zu viel kaputt machen halt. Man ist aus gesundheitstechnischer Sicht natürlich auch
völlig legitim. Aber auf der anderen Seite halt Martin Olle liebt halt dann diesen Independent-Style, diesen Wrestling-Style, wo die Leute halt wirklich 200% geben, sich halb umbringen in die Wrestling-Aktionen. Wirklich extrem arge Spots teilweise machen, irgendwo runterspringen, whatever, über Seile drüber, was auch immer, wo halt dann wirklich sehr viel Wow-Effekt dabei ist und sehr viel Qualität ist. Und ja, es wäre einfach sehr, sehr schade. Und es ist halt so meiner Sicht momentan, dass ich mir wünschen würde, dass da hoffentlich bald etwas abgeändert wird, weil ich finde es halt aus meiner Sicht, aus Zuschauersicht, auch langsam mühsam, auch wenn die Matchqualität, wie gesagt, immer ein, zwei Matches zumindest parat hält, was einen voll abholt pro Weekly Show. Aber ja, es ist einfach dann nicht dieser Funke mehr da, der was am Anfang noch da war in All Elite, wie noch weniger Leute da waren, ist dann nicht mehr da, wenn du diesen aufgeblähten Roster hast und die Leute nicht regelmäßig siehst. Ja? Und ich finde, da sollte man schon dringendst was machen. Ja? Ja, auf jeden Fall würde mich interessieren, wenn ihr mir eure Meinung dazu schreibt, in die Kommentare, gerne das Video teilt und liked, wenn es euch gefallen hat. Könnt auch gerne schreiben, wie ihr zum Wrestling gekommen seid zum ersten Mal, wer so eure Lieblingswrestler sind, vielleicht Favorites, was ihr aktuell für Produkte konsumiert, also für Wrestling-Shows, was schaut ihr euch momentan an und warum. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Friedl ist sehr. Ciao.